So, diesmal bin ich auf der Bahnstrecke der Hochwaldbahn oder was davor noch immer übrig geblieben ist. Man sieht selbst hier alles. Also man merkt, hier ist schon jahrelang gar nichts mehr gefahren. Genau, die Hochwaldbahn Richtung Hermeskeil von Türkismühle aus. Das ist der Bahnhof. Bahnhof Nonnweiler oder was davon auch übrig geblieben ist. Kann man noch das Bahnsteig das erkennen. Schön, aber mal schauen, ob ich da vorne überhaupt weiterkomme oder ob das schon so dermaßen zugewachsen ist, dass ich da überhaupt nicht mehr durchkomme. Das da hinten? Nee. Okay, da vorne geht es weiter. Nicht so zugewachsen. Ah, Container, okay. Ah, hier kann man schön sehen. Sieht ganz schön. Alter Schwede. Naja, wenn man das noch Bahnhof nennen kann, irgendwie. Das war mal Nonnweiler Bahnhof. Man sieht es irgendwie. Komm ich da hin? So geht's weiter. Sieht aus. Alles zugewuchert. Hier sehen wir dann noch eine Brücke. Sieht auch ganz schön in die Jahre gekommen aus hier. Also hier ist, kann man mal gucken, wie das aussieht. Also ich bin eben schon drüber gelaufen, das ist schon, ja. Gehen wir wieder zurück.
Also wie man sehen kann, es sieht das, was halt von der Hochwaldbahn noch übrig geblieben ist und langsam vor sich hingammelt. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, da vorne fängt es schon an, dass man entweder nicht durchkommt oder ich mir ein Loch graben muss, weil alles schon zu dermaßen zugewachsen ist, dass ein weiteres Vorkommen gar nicht mehr möglich ist. Mehr zu erkennen. Also man sieht nicht, dass hier mal ein Gleis gewesen ist. Hier muss man richtig aufpassen, dass man nicht gleich auf die Fresse fliegt. So. Der erste Tunnel hier. Schön sehen. Bierfelder Tunnel. Ich habe gedacht, der Tunnel wäre abgesperrt, aber wie man sehen kann, ist hier nichts zu. Und ich habe meine Taschenlampe mitgenommen. Man kann ja nie wissen. Ne? So. Okay, gehen wir mal rein. Hoffentlich versagt meine Taschenlampe jetzt nicht, sonst schreie ich gleich wie ein kleines Kind. So. Ist ganz schön dunkel. Ne? Sieht man. So. Ha. Es werde Licht. Hey, was ist denn? 2, 4. Oh, Scheiße.
sieht man das mal gar nichts mehr. Auf Wiedersehen, Tageslicht. Okay. Hier sieht man. Okay. Nach diesem Tunnel kommt, glaube ich, noch eine. Aber erstmal kommt ein. Ah, da vorne sieht man schon, okay. Da vorne ist ein. Genau. Ah, Licht. Okay. 5:16. Reflektoren, das ist sogar noch besser. Da sieht man sofort, wo man. Oder? Reflektoren, ja. Umso besser. So. Ah, okay. Da vorne ist, glaube ich, das gleiche Spiel wieder. Alles zugewildert und zugewachsen, dass man nicht mehr durchkommt. Was ist da? Oh. Okay. Kann man sehen, das ist schon. Ach Gott. Schon halb am. Okay. Na, bis jetzt ist doch nichts passiert. Also, solange mir kein Stein auf den Kopf fällt, ist alles okay. So, weiter. Ah, okay. So. Ach Gott. Okay. So. Das war der erste Tunnel. Dahinter kommt gleich der zweite.
kurz mal ein Bild gemacht. Okay. So, der zweite Tunnel. Der Tunnel ist diesmal nicht so lang, zum Glück. Ich glaube, da brauche ich keine Taschenlampe. Hier kann man nicht laufen. Vor lauter Schotter. Es ist. Vielleicht doch mal anmachen. Okay. So. So. Und schon zu Ende. Das war der zweite Tunnel. Jetzt geht's Richtung Hermeskeil. Auf den Gleisen laufe ich jetzt weiter. Bis nach Hermeskeil. Vielleicht mache ich da noch mal ein Video. Gucken. Ja, wie ihr sehen könnt, wurschtel ich mich gerade durch dermaßiges Gestrüpp hier durch. Es ist schon etwas kompliziert hier durchzulaufen. Aber jetzt wieder. Also die gesamte Bahnstrecke ist zum Teil irgendwie nicht begehbar, weil alles Äste auf den Boden gefallen sind und die ganzen Gleise blockiert. Also man braucht schon etwas Fitness, glaube ich. So. Jetzt geht es erstmal Richtung Hermeskeil Bahnhof.
davon das nächste Gestrüpp. Ja, also man kommt an manchen Stellen nur schwer durch, weil natürlich die ganzen Bäume und die Äste auf die Gleise gefallen sind. Also man überlässt die Bahngleise sich selbst. Das und da vorne kommt schon. Da vorne kommt schon das nächste Hindernis. Warte. Ja, es ist. Da braucht man keinen Sport mehr zu Hause machen. Da hat man hier schon genug. Na gut, es geht aber. Ja, wie kommt man hier durch? Auch dieses Problem gelöst. Und weiter geht's. Wir müssten auch bald in Hermeskeil ankommen. Das könnte nicht mehr lange dauern. Ich glaube, wir sind fast vor den Toren Hermeskeils. Und jetzt kommt diese Brücke, von der ich schon gehört oder gelesen habe oder gesehen habe. War die Tür ist auf, okay. Problem ist, das sieht mir nicht so stabil aus. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da rüber gehen soll oder nicht. Das sieht mir nicht so stabil aus irgendwie. Wie gesagt, ich traue mich jetzt hier rüber, obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob es hält. Oh. Oh, wenn ich hier runterfallen würde, ich glaube. Ich
traue mich nicht weiter. Aber ich muss. Okay. Hier ist schon. So. Natürlich. Okay. Oh, überall dieses. Ich hab die Brücke bezwungen, glaube ich. Aber dieses Gestrüpp ist mal wieder. Es hat schon extrem gewackelt, also. Zum Glück, ich glaube, sieht man das von hier, dass es nicht so stabil aussieht. Okay. Ich hab's überlebt. Sieht aus. Und weiter geht's. So. Ah. Hier. Hier sehen wir, glaube ich, schon. Ich bin in Hermeskeil. Nach 5 Stunden Laufen bin ich jetzt in Hermeskeil angelangt. Nach einer holprigen Wanderung. Bin ich mal gespannt. Da vorne kommen auch schon die ersten Eisenbahnen irgendwie. Die Natur holt sich das zurück, was hier gehört. Ja, Weihnachten ist schon längst vorbei. Ja.
Das ist, glaube ich, das Museum, dieses Güter-Lokomotivmuseum. Hier sieht man, ne, alles in die Jahre gekommen nach der Zeit. Hier ist schon lange nichts mehr gefahren, glaube ich. Lok haben wir hier schon. Ja. Jetzt bin ich also in Hermeskeil. War ich vorher auch noch nie gewesen. Gucken wir mal. Oh, okay. Die erste Lok hier. Ach Gott. Da hinten kommen schon die nächsten wieder. Da hinten ist schon der Bahnhof. Luchs, ach, Alter, ach Gott. Naja, so neu sehen die auch nicht aus wieder.
kaputt. So. Jetzt sind wir hier am ehemaligen Bahnhof Hermeskeil jetzt. Oder was von dem Bahnhof übrig geblieben ist. Also hier ist der letzte Zug wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr gefahren. Kann man noch das Bahngleis sehen, das Bahngleis sage ich, Bahnsteig noch. Ja. Tja. Das ist der Bahnhof Hermeskeil hier. Okay, dann bis zum nächsten Mal.